Moin moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Rund um die Welt Projektes. Ja, heute ist die zweite Folge und in der ersten Folge gab es ja tolle 3000 Münzen zu gewinnen. Das sind nicht so viele, deswegen hat sich glaube ich auch niemand dafür beworben, dies zu gewinnen. Also wie ihr die gewinnen könnt, nochmal schnell zusammengefasst. Schreibt einfach euren PS3-Namen unter die Folge und dass ihr die Münzen gewinnen wollt. Und so gewinnt ihr die auch eigentlich, wenn es keinen Konkurrenten gibt. Egal, 3000 Münzen ist nicht gerade die Welt, deswegen ist es verständlich, dass niemand die Münzen haben möchte. Und ja, was heute für ein Team ist, was heute für eine Nation ist, steht schon am Titel und im Thumbnail. Es ist die Schweiz. Ja, Schweiz war ein Wunsch von einem Abonnenten und den Wunsch habe ich akzeptiert, weil ich wollte Schweiz mal bauen, weil Schweiz richtig geile Mannschaft ist, richtig geile Nation, richtig geile Spieler hat und wir fangen auch gleich mit der Auswechselbank an. So, erster auf der Auswechselbank ist Stefan Lichtsteiner von Juve, rechter Mittelfeldspieler, ganz okay die Werte, außer der Schuss, der ist ein bisschen schlecht mit 65, ist aber nicht so schlimm. Dann der nächste ist Pirmin Schwegler von Frankfurt, zentral defensiver Mittelfeldspieler und 78 passen, 76 Dribbling, ganz akzeptable Werte, auch 4 Stars Weak Foot. Der dritte Spieler auf der Bank ist Larry Cemaili, ich hoffe ich spreche ihn richtig aus, von Neapel. Werte sind okay, außer der Schuss, der ist ein bisschen schwach mit 68. Dann Valentin Stocker von FC Basel, linker Mittelfeldspieler, 81 Tempo. Dann Jan Sommer auch von Basel, unser Ersatzkeeper, nur 1,83 groß, dafür 81 Reflexe. Dann Fabian Lustenberger von Hertha BSC. Ja, die Werte sind eigentlich ziemlich schlecht, außer die Defensive und der Kopfballwert. 78 Tempo, ab 68, die haben 70, 68 Tempo, 40 Schuss nur. Mal schauen, was der bringt, bin sehr gespannt drauf. Und der letzte Spieler auf der Ersatzbank ist David Degen, auch von FC Basel. 82 Tempo, der Rest ist eigentlich nicht so stark. Echter Mittelfeldspieler. So, jetzt kommen wir auch zur Hauptaufstellung. Im Tor finden wir einen sehr alten, bekannten, also nicht alt, als der bekannten aus der Bundesliga. Ihr wisst wahrscheinlich schon, wer das ist, wer sich mit der Bundesliga ein bisschen auseinandersetzt. Es ist Benaglio. Ja, die Werte sind okay. Und mal schauen, was er bringt. Dann fangen wir beim rechten Verteidiger an. Der rechte Verteidiger ist Philipp Degen, der Bruder von dem, wie heißt er mit Vornamen, David Degen. Auch von FC Basel ist rechter Verteidiger. Die Werte sind okay. Passend, es könnte ein bisschen besser sein, aber es ist ja nur eine Silberkarte. Dann kommen wir zum rechten Innenverteidiger. Der da ist Klose, nicht der Miro, sondern der andere Klose von Wolfsburg. Ja, 78 Defensive, 77 Kopfball. Ist okay. Ist okay. Aber auch nicht die Welt. Dann zum linken Innenverteidiger, das ist Churu oder wie man den ausspricht. 72 Tempo, 76 Defensive und 77 Kopfball, auch ganz okay, die Werte. Der linke Verteidiger ist Rodriguez von Wolfsburg. Die Werte sind eigentlich ziemlich geil, außer der Schuss sind alle über 70, gefällt mir. Dann der linke Mittelfeldspieler. Dieser ist Barnetta von Frankfurt. 78 Tempo, 78 Dribbling, 70 Schuss, 73 Passen. Ziemlich gut für einen linken Mittelfeldspieler mit 76 Around-Werte. Der linke zentrale Mittelfeldspieler ist Gökhan Inler von Neapel. 82 Passen, 76 Schuss, 76 Defensive. Ganz okay, Tempo ist nur ein bisschen wenig. Dann der rechte Mittelfeldspieler ist Behrami, auch von Neapel. 75 Tempo, 78 Passen,
78 Defensive, aber nur 67 Schuss. Ich hab's so nicht mit den Zahlen. Das ist ein bisschen ausbaufähig. Dann der rechte Mittelfeldspieler ist Shaqiri von FC Bayern München. Ja, sehr richtig geile Werte, gefällt mir richtig gut. Defensiv und Kopfball, was für mich ein rechter rechter Mittelfeldspieler überhaupt nicht braucht. Hat er auch nicht so gut, aber der Rest ist richtig ziemlich geil. 87 Tempo, 86 Dribbling, 76 Schuss. So, jetzt kommen wir zum rechten Stürmer. Das ist jetzt ein Wunschspieler von dem, der auch Schweiz vorgeschlagen hat. Das ist Josip Drimmitsch von FCN, vom 1. FC Nürnberg. Ja, spielt zurzeit richtig, richtig geile Bundesliga-Saison. Zweite Halbzeit, sag ich mal, die zweite Hälfte der Saison geht ja richtig ab. Also wenn er dann Tore schießt und immer im Doppelpack, habe ich so das Gefühl. Deswegen ist er auch dabei, auch und weil er ein Wunschspieler war. Also ihr könnt immer Wunschspieler äußern, wenn ihr auch die Nationen vorschlagt. Also ich orientiere mich dann auch meistens an die Wunschspieler, wenn sie jetzt nicht zu teuer sind. Weil ich habe nicht am meisten Geld oder nicht so viel Geld. Und der andere Stürmer ist Eden. Heißt der schon Eden, oder? Das muss ich wissen. Ja, nein, Ehren. Wie komme ich auf Eden? Ehren, der Diorg. Die Werte sind, ja, annehmbar, sagen wir mal. Nicht die besten, aber ich als Leverkusen-Fan bin natürlich schon immer Fan von ihm gewesen. Auch von Ehren, der Diorg. Weil der einfach ein richtig geiler Spieler, richtig sympathischer Spieler ist. Und ja, ich würde sagen, das ist hier meine Aufstellung und wir sehen uns auch gleich wieder, wenn wir die vier Spiele spielen. Wir haben ja jetzt noch das Finale im Goldpokal vor uns. Mal schauen, was daraus wird. Bin ziemlich gespannt. Also bis gleich. So, ja, das erste Spiel spielen wir in dem Goldpokal, was wir mit Bosnien-Herzegowina angefangen haben, und wir spielen das Finale. Unser Gegner heißt, also Team von unserem Gegner ist FC Schwaidini, glaube ich, und ein sehr solides Bundesliga-Team. Mandzukic, Mkhitaryan, Rabia, Martinez und Kehl sind die seltenen Karten dieses Teams. Rodriguez auf Banetta, der mit einer Flanke in die Mitte, wer ist da? Ganz glücklich kommt der Ball zu Ehren Derdiorg. Ehren Derdiorg, 5. Spielminute, 1:0. Ja, das war ein bisschen Glück dabei, ist mir aber auch ziemlich egal. Dann nochmal Banetta mit einer Flanke und irgendwie hält der Torwart diesen Ball. So, Gegner am Ball, Gebhardt. Gebhardt wurschtelt sich da durch, Gebhardt auf Kehl. Kehl kommt da auch durch, die Abwehr steht nicht gut und ich werde bestraft. 31. Spielminute, Sebastian Kehl mit dem 1:1. Und das war's für die erste Halbzeit. Es steht 1:1, getroffen haben Derdiorg und Kehl. Dann habe ich gewechselt, Simaili und Lustenberger kamen für Behrami und Inler. Und der Gegner wieder am Drücker. Perisic schließt mit links ab, aber Benayo hält ihn gut. Dann Simaili kommt da gut durch. Simaili Flanke, Derdiorg, Kopfball. Ehren Derdiorg in der 89. Spielminute. Es scheint alles gegessen zu sein, aber das ist falsch. Mkhitaryan mit einem Traumpass auf Mario Mandzukic. Und jetzt Achtung. 3-2-1, Boom. Oben links rein, 90. Minute, volles Risiko, Schuss ins Schwarze. 2:2. Und ja, das bedeutet, wir gehen in die Verlängerung im Finale des Goldpokals. So, Degen, schöner Pass auf Drimmitsch, der am Ball. Drimmitsch schließt mit rechts ab, Keeper hält. So, jetzt gleich die anschließende Ecke dieser Aktion, Lustenberger. Bisschen kurz gehalten die Ecke, dann kommt Klose an den Ball und dann steht's 3:2 in der 105. Spielminute. Und das war auch der Halbzeitstand der Verlängerung. Und wir gehen auch gleich rein. Tjor, irgendwas, ich kann da nicht aussprechen, Pass auf Benayo zurück, der mit einem riesengroßen Passer. 3:3 in der Verlängerung, 114. Minute, Mario Mandzukic bestraft mich da. Und wir sehen, es geht in das Elfmeterschießen. Zu den Elfmeterschießen sage ich nichts. Ich bin jetzt mal kurz ruhig und ihr könnt euch das mal angucken.
Jo, ihr seht, ich habe es leider verloren. Das ist aber halb so schlimm, wie es ist. Es ist ja nur ein Spiel. So, das nächste Spiel spiele ich in der Saison gegen ein recht gutes italienisches Team. Ich finde, es ist einer der besten Teams, dass man sich da bauen kann. Balotelli, Tevez im Sturm, im Tor natürlich Buffon, Abwehr Chiellini, Mittelfeld Schrabi, Biapiani hat glaube ich 96 Tempo. Ganz souveränes Team. Ich springe auch gleich rein, das Leck ist ein bisschen am Anfang, ich hoffe es stört nicht so. Shaqiri hat den Ball. Shaqiri zieht in die Mitte rein und boom. Ich sage einfach nur bumm dazu, die linke Klebe war es, linke Klebe von Shaqiri beschert mir hier den 1:0 Vorsprung, dann der Gegner gleich. Fallrückzieher, Tevez knapp vorbei, dann nochmal Tevez am Ball, Tevez schließt ab, macht, will einen Heber machen, glaube ich, aber kein Problem für Benaglio. Dann ich nochmal mit der Ecke und mein Innenverteidiger kopft den Ball einfach nur auf die Latte drauf, sehr schade dann. Balotelli wird geschickt, Balotelli spielt schlau an meinem Keeper vorbei, 1:1, Mario Balotelli, gut gemacht. Dann nochmal eine Ecke von mir. Wer ist da? Niemand. Berami auf Shaqiri, Torwart hält. So, Panetta nach dem Fehler vom Keeper. Panetta, Flanke, Drimmitsch. 2:1. 35. Minute. Dann nochmal Drimmitsch auf der Diok, der zurück auf Drimmitsch. Und ja, das hat sich dann von alleine geklärt. Richtig geiler Spielzug. 45. Minute. 1:0, dann 3:1 zur Halbzeit steht es. Zweimal Drimmitsch, einmal Shaqiri, beim Gegner einmal Mario Balotelli. So, wir springen rein. Der Gegner in der 63. Minute mit Carlos Tevez. 3:2, dann nochmal der Gegner mit wieder Tevez auf Vidal. Vidal lupft ihn rüber, Ball müsste schon im Tor sein, aber dann kläre ich souverän und gewinne so dieses Spiel auch mit 3:2. Und im letzten Spiel, ja, beim letzten Spiel ist erst das dritte Spiel, erkläre ich gleich später, spielen wir gegen Sheffield FC. Sehr merkwürdiges Team, Buffon in Form im Tor und so halb italienische Liga, aber irgendwie sehe ich da keinen Sinn in der Mannschaft. Und ich sag auch schon im Voraus, das Spiel wird sehr langweilig. Mal Ecke Inler, Kopfball Klose. Und das war's auch mit der ersten Halbzeit. Yeah, es war nur Mittelfeldgeplänkel, der war irgendwie sehr unangenehm, der Gegner. Jo, 0:0 zur Halbzeit. Ich wechsle Stocker und Semaili kommen. Dann 72. Stocker. Semaili zieht ab. Rechts vorbei. So. Semaili mit dem Kopf zu Shaqiri, der zieht nochmal ab. Der Ball prallt ab, kommt auf den Kopf von Eren Derjog. 80. Spielminute, 1:0. Dann probiere ich mal eine neue Eckentaktik aus. Stocker in die Mitte, schneidet den Ball an und knapp am Kasten vorbei. 90. Spielminute, Gökhan Inler mit einem tollen Schuss aus 16 Metern ungefähr mit der Führung. Und ihr seht, ich habe 2:0 gewonnen, der Gegner hat abgebrochen. Und ihr seht jetzt auch, ich bin in der Liga 9, habe 6 Punkte. Was ist passiert? Wieso habe ich auf einmal so einen großen Sprung gemacht? Ja, das ist auch der Grund, warum es heute nur 3 Spiele gibt. Die Aufnahmen sind so oft abgestört, so oft. Ich glaube, ich habe insgesamt 4 Spiele mehr gespielt, als ihr es da gerade seht. Das ist so merkwürdig. Ich habe jetzt auch gedacht, das vierte Spiel ist auf meinem Rechner, aber irgendwie ist es nicht drauf. Wahrscheinlich hat es auch nicht richtig gespeichert. Das regt mich zurzeit richtig auf. Mein PC verarbeitet es nicht mehr so gut wie früher und ich hole mir auch bald, glaube ich, einen neuen PC, dass das jetzt endlich aufhört. So, jetzt kommen wir noch zu meinem Fazit und zu den Statistiken und zu dem besten Spieler und zu dem schönsten Tor und zur Belohnung, was ihr jetzt bekommen könnt. Also die Belohnung ist 6000 Münzen. Da ich das eine Spiel, was ich jetzt nicht gezeigt habe, was ich irgendwie auch nicht gespeichert wurde, als Niederlage zähle, auch wenn ich da gewonnen habe. Es gibt 6000 Münzen zu gewinnen, wie ihr die gewinnen könnt. Ganz einfach in die Kommentare schreiben. PS3-Name und dass ihr die gewinnen wollt. Und ja, 6000 Münzen sind eigentlich ganz gut. Fast ein Bremen und Goldset, wenn es nur 1500 da drauf. Ach egal, pack mal einfach 1500 drauf. 7500
Münzen für FIFA Ultimate Team gibt es hier zu gewinnen. 7500. Das ist ein Angebot. Ich mache jetzt ein bisschen Werbung, ich weiß. Aber mal gucken. Letztes Mal wollte ja niemand die Münzen. Und jetzt kommen wir auch zu Statistiken. Ja, also Tore haben geschossen. Insgesamt, Moment mal, 5 Spieler. Jeweils ein Tor geschossen haben Klose, Inla und Shaqiri. 2 Tore hat Drimmitsch geschossen und Delio hat 3 Tore geschossen, was auch für mich als bester Spieler reicht. Also er ist für mich jetzt der beste Spieler dieser Episode, also er und Delio. Und was wollte ich noch sagen? Genau, Fazit, ein kleines Fazit. Ich finde, Schweiz ist schon eine tolle Mannschaft, aber ich fand persönlich Bosnien-Herzegowina ein bisschen besser. Man kann ein bisschen besser mit denen spielen. Schweiz hat sehr viele einzelne talentierte Spieler wie Shaqiri oder Derdiok. Und sie sind auch nach Ecken und nach Flanken sehr gut im Abschluss, was auch eigentlich allgemein in FIFA 14 oft ist, weil die Ecken und Flanken sehr overpowered sind. So, das schönste Tor in dieser Episode hat geschossen der liebe Shaqiri. Das war das Tor zum 1:0 in meinem zweiten oder ersten Spiel. Zweiten Spiel. Und ja, es war ein bisschen lecky. Ich entschuldige mich dafür, auch wenn ich es gleich nochmal einspielen werde. Es ist ein bisschen lecky. Hoffe, es ist nicht so schlimm. Und ja, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Wenn ja, gebt mal einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann lasst es einfach. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Traumtor. Servus.